Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu dir ist dieser Midnight Figure Feature. Heute wieder mit einer Trödelbeute. Ne, ich glaube, letzten Sonntag habt ihr dann vom 18. Mai die kleine Trödeltour gesehen. Ne, ich habe da jetzt nicht so viel gefilmt. Der Minister hat ein bisschen mehr gefilmt. Zumindest auch mal zwei, drei andere Sachen. Weil, wenn wir beide mal mit Kamera rumrennen, ne, ist das ja meistens so, dass man dann doch schon relativ dasselbe Bildmaterial hat halt so, ne? Ist aber auch nicht schlimm, weil die Videos sind trotzdem immer anders bei uns, ne? Ihr kennt das. Auch wenn zwar immer die standardmäßige Currywurst und Bratwurst am Start sind. Aber ich war anfangs ein bisschen faul zu filmen. Was ich leider da nicht gefilmt hatte, war nämlich den GE5P, hier den von Playmobil, den Roboter, den hatte da ein Herr mit der Playmobil-Weltraum-Schubkarre und dem Werkzeug dabei. Da hatte ich dann gefragt, ja, es war halt noch früh am Morgen, ne, und sagte 8 Euro. Auch so ein bisschen scharf so, ne, so 8 Euro. Ich so, ja, danke. Im Nachhinein, als wir gegangen sind, habe ich mich geärgert, als wir im Auto waren, wollte ich dann eigentlich doch nochmal zurück, weil ich habe für den damals einen Zehner bezahlt und das war schon ein super Preis halt, ne. Ja, dumm gelaufen. Hab dann ja auch erst nicht weitergefilmt. Es gab noch ein Playmobil, was ist das, so ein Käfigwagen vom Zirkus früher halt. Da fehlte aber das rote Dach. Habe ich aber auch nicht gefragt, wie teuer, weil für 1-2 Euro hätte ich das Ding auch mitgenommen. Ne? Hatte ich nämlich als Kind. Aber egal. Was ich aber auch als Kind hatte, und jetzt kommen wir eigentlich zur Beute, weil ihr wollt ja nochmal sehen, was ich ergattert habe. Gut, beim Minister war es am Schluss ja auch schon mal ausgiebig gezeigt, deswegen rede ich jetzt auch wieder hier so viel. Ne? Ihr kennt das ja. Und zwar die Bände 61 und 70 vom Was ist was? Also sprich hier, ne? Haben wir hier die Pyramiden. Ja, ja, Pyramiden. Ne? Habe ich als Kind gehabt, fand ich total faszinierend halt immer. Na, hier sieht man dann auch die bis dato erschienenen Bände. Da habe ich ja mit dem Minister auch einen gerissen, weil ich dachte, die zeigen nur so ein paar, die letzten Bände. Aber das war, habe ich total verplant. Das war ja bei Was ist was immer so, dass hier dann immer alle Bände drin waren, auch im Innencover vorne und hinten. Da gibt es halt tolle Sachen, wie Dinosaurier, fanden wir immer super. Ich guck gerade, ich bin ein bisschen müde. Man möge es mir verzeihen. Ja, der Urmensch. Ja, ich gehe ihn auch wie ein Urmensch. Ja, auf jeden Fall total toll. Da gibt es ja eins auch mit Robotern halt. Da ist auch was von Star Wars ein bisschen drin. Ne? Und hier haben wir dann, was ist was, fand ich immer total toll. Das hat immer Spaß gemacht. Da habe ich, wie gesagt, nie alle von gehabt, aber eine Menge. Ich habe mir die teilweise sogar selber gekauft. Ja, hier steht jetzt auch nicht drin von, wie teuer die waren. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine so, ich hätte doch was im Kopf jetzt von 12,50 €. Vielleicht kann mir da einer mal was sagen, weil ich weiß es nämlich nicht. Hier, das alte Ägypten, die hätten es bestimmt gewusst. Die Augen Ägypter, ne, hier einmal so durchgeblättert. Das war immer toll halt, ne? Mumien, Pharaon, alte Kultur, immer so ein bisschen mystisch, mysteriös und ja, finde ich klasse. Also, was ist, was kann man immer mitnehmen? Und ich habe jetzt, glaube ich, auch 1,50 € oder so für so ein Buch bezahlt. Also auch super in Schuss hier, keine Ecken angeditscht halt und so, das sieht man ja auch noch selten, weil, wie gesagt, schwer 80er Jahre, ne? Genau, man könnte ja mal eben gucken, von wann das wirklich ist. Das wäre nicht schlecht, ich schau mal eben. 78, boah, krass, die Nummer 61 von 78. Jetzt überlege ich, wann habe ich mein erstes Was ist was Buch bekommen, mir gekauft, das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ja gut, das kann schon sein, dass man da mit 6 Jahren, so 1980, schon welche hatte halt, weil... Nee, vorher, ich konnte da noch gar nicht lesen. Und ich konnte mit 5, 6 schon lesen, ne? Also so ist ja nicht, durch Mickey-Maus-Hefte und so weiter. Ha, was für ein geiler Übergang. Ihr seht, hier steht zwar auch noch was, zeige ich euch gleich. Aber ich habe hier ja noch Comics, wo ich sage, Mickey-Maus-Hefte, ne? Ja komm, zeige ich euch mal hier. Ich habe mir wieder einen kleinen Stapel gegönnt. So 12 Stück an der Zahl, haben irgendwie 30 Cent das Stück gekostet. Ja, ich so 12 Stück und gib ihm 3 Euro, dem Verkäufer. War dann auch geil, wir waren da eh noch am Stand. Er so, hör mal, hast du aber in der Schule nicht aufgepasst, sagt er so. Ich so, hä? Weil ich war echt noch richtig verpennt, irgendwie ein bisschen durch. Ich so, sorry, da fehlt ein Euro. Andererseits war das hinterher wieder so, dass ich auch immer Falschgeld oder irgendwas in der Tasche hatte. Da habe ich nämlich dann bei einem anderen was gekauft, da kommen wir gleich zu, ne? Und der hatte halt,
keine Ahnung, ich habe irgendwas bezahlt mit dem Fünfer, 3 Euro hat es gekostet. Ich dachte, gib mir 2 Euro Stück wieder, kaufe ich woanders wieder was. Und da sagt der Herr auf einmal, ey, das ist aber gar kein Euro Stück. Da war das irgend so ein anderer Silberling. Beim Minister auch schon gesagt, ich dachte ja, das wäre vielleicht Onkel Dagoberts erster Zehner hier, sein Kreuzer da oder so, ne, der magische Taler. Den war nicht so, hat der Verkäufer mir aber auch sofort 2 Euro zurückgegeben. Ich da wieder hin, ich sage, dir ist da, glaube ich, was passiert. Also, oh, Entschuldigung, ne, habe ich nicht gesehen und so, gar nicht schlimm. Was ich aber sofort gesehen habe, hier bei den Heften, ne, hier war zum Beispiel von 79 eins. Und hier sind also auch noch diese, ja, 79, da musstest du noch selber ausschneiden. Ne? Da gab es aber auch in der Bastelbögen hier, wie das Western Ford zum Beispiel. Ne? Hier beim Lernschach, hier ist das Poster noch drin fürs Schachspiel. Finde ich auch klasse. Und hier waren auch wieder total geile Werbungen drin. Ja, wahrscheinlich finde ich jetzt natürlich so auf Dings nicht. Ja, hier ist leider nichts drin gewesen in dem Heft, aber ich glaube, da waren irgendwelche bestimmten Werbungen drin. Dann haben wir hier das Panzerknackerspiel. Total geil, kenne ich noch, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Das Ding hatte ich zusammengebaut, da hast du das Spiel dann in der Schachtel gehabt und konntest dich da immer schön selbst mit beschäftigen. Später gab es da noch mehr Spiele von. Das ist auch toll, da muss ich mal gucken, ob ich das habe, das kann ich mit dem Minister dann mal basteln. Ja, ich weiß, wir wollten ja zu Ostern schon basteln. Ich hoffe, zur Weihnachtszeit klappt das, weil ich möchte natürlich die Bastelbögen nicht raustrennen, sondern kopiere die dann auf dickeres Papier, auf Pappe. Und die werden wir dann, ne? Dann müssen wir halt doch von Hand schneiden, so wie ganz, ganz früher. Macht aber auch nichts, finde ich super. Ja, hier, das ist total geil. Ne? Hier ist nämlich ein Teil der Unterwasserstation drin. Die fand ich toll, genau wie diese Science-Fiction-Stadt halt. Hier ist sogar noch ein Sticker mit drin. Also noch komplett. Die Schnips sollten dementsprechend wohl auch noch drin sein. Ja, ja klar, hier. Ne? Die Schnips, die Ecken. Und ja, geil. Ich habe da nämlich schon Hefte von. Ich muss mal demnächst gucken, weil ich habe so einen Stapel, jetzt doppelte von so einem Stapel Mickey Maus Hefte von damals. Und ich hoffe, dass ich das auch mal komplett habe. Ne? Hier auch wieder. Unterwasserstation drin. Super geil. Das hat immer Spaß gemacht. Das war zu der Zeit, glaube ich, auch. Was haben wir hier? 84? Jetzt überlege ich gerade, wann lief der Mann aus dem Meer? Lief der vor 84 schon? Ich bin mir sicher, aber ich meine, das wäre auch so 82, 84. War natürlich dann geil. Der Mann aus dem Meer konnte man da ein bisschen spielen und ach. Ich habe das ja auch für andere Sachen benutzt. Ne? Dann haben wir hier auch noch 84er. Hier ist noch der Aufkleber drin als Special. Ja, da haben sie ein bisschen nachgelassen. Ne? Also, sonst hast du Bastelbögen gehabt. Aber das variiert ja immer so. Also Mickey Mouse Hefte war immer cool. Du hast Comics drin gehabt. Hast irgendwie was zum Basteln noch drin gehabt. Was halt total wichtig ist. Was ja heutzutage, finde ich, total fehlt in den Comics oder in den Mickey Mouse Heften und so. Ne? Du hast, ja klar, bei den Lego Heften hast du was zum Bauen drin. Das war es aber. Da ist ja noch ein bisschen hier motorische Fähigkeiten fördern. Aber ich fand das in der Mickey Mouse Heft immer geil, weil du musstest immer ne, 10 Pfennigstücke dazu nehmen, Zahnstocher, Streichhölzer, so Klammern, Klemmen und so. Ne, voll geil. Ja, hier ist zum Beispiel die Gag-Kamera drin. Auch super. Oh, das ist sogar auf glänzender Pappe irgendwie. Das ist ein bisschen anders diesmal. Fand ich aber auch super, weil... ja, du kannst einfach so Bilder reinschieben, dann hast du so getan, als wenn du halt jetzt dein Gegenüber knipst, filmst oder so, ne? Und dann kam halt hier so alberne Gesichter dabei raus und so. Aber auch geil, habe ich damals auch gebaut, gebastelt, ne? Echt grell, ja, das ist so ein Neon-Aufkleber und so. Ja, da war die Zeit, glaube ich, der vielen Aufkleber. Die super Spiegelbrille ist leider auch nicht mehr drin. Kenne ich noch, bin ich auch gerne mit rumgelaufen. Das war hier so ein Teil, das war heftig. Eltern auch immer genervt, aber fand ich als für ein Roboterkostüm auch immer toll. Komm, ich blätter gerade mal durch. Ey, haben wir denn hier jetzt kein Highlight, was ich euch mal eben zeigen kann hier? Ach, ey, das. Ne, da ist jetzt nichts drin gewesen. Ich habe hier geile Sachen entdeckt wieder halt. Ne? Ich doof, man habe auch wieder vergessen, ich hatte ja in dem einen Heft, hatte ich ja mal so Masters Comic entdeckt. Da gibt es 7 Stück von. Und er hatte mehr Hefte da liegen. Ich, blöd, man hat nur die Nummern wieder nicht durchgeguckt. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Jetzt der nächste Trödel. Ist ja für euch jetzt gewesen Ende des Monats Mai. Ja, da war doppelt sogar wieder in Wammel an der Pferderennbahn und im Westpark. Und wenn ich die Kronen Vatertags Bollerwagentour überlebt habe, dann sollte ich da auch auf den Trödeln gewesen sein und werde euch davon wieder berichten und zeigen. Ja, hier gut, eine Playmobil-Werbung. Ich glaube, Lego ist in euch drin. Was ich geil fand, hier schon wieder Taran und der Zauberkessel. Aber ich habe das Heft habe ich auch schon. Jetzt gucke ich gerade mal, ob hier,
Ja, da ist auch nichts drin. Warum habe ich das gekauft? Ich weiß es nicht. Aber hier ist wieder das Taran-Abenteuer-Comic-Spiel drin. Das habe ich euch ja schon mal erzählt hier, ne? Hier hast du auch noch die kleinen Spielkarten. Kriegst halt so Karten und dann gehst du dem Comic so durch. Und je nachdem musst du was abgeben hier von deinen Karten hier, ne, einlösen. Und dann musst du auf das nächste, also auf ein ganz anderes Bild gehen, je nachdem wie du dich entscheidest. Total geil. Gibt zwei Stück von, habe ich mittlerweile auch beide. Plus das Taran-Hologramm, den Sticker. Ach hier, immer wieder schön, ne? Ja, vor allem 1987 hat Capri Sonne noch Werbung mit Krieg der Sterne gemacht. Also, ob das so okay war, weiß ich ja nicht. 87? Krass, aber cool. Und hier, das wird wieder ein schönes, besondertes Heft, ne? Weil hier ist nämlich wieder das Fernsehprogramm drin. Da kann ich mit dem Minister dann mal wieder durchgucken von 88. Ja, mal gucken, was wir da so wieder zu erzählen dann haben halt, ne? Wir haben ja jetzt schon zwei Stück gemacht. Ne, die Bravo haben wir durchgeguckt und ich weiß gar nicht, haben wir schon. Ich meine, wir hätten schon ein Fernsehprogramm auch. Zweimal Fernsehprogramm. Ein drittes habe ich gerade noch im Schnitt. Sind halt alle immer so, ja, was haben wir jetzt gehabt? 87, 88, ne? Ich hätte natürlich gerne Fernsehprogramme aus der früheren Zeit, sagen wir mal so. Gerne auch schon von 79, ja, 80 auf jeden Fall, so 80 bis 84. Das wäre so mein Hauptding, oder 85, ne? Das war, glaube ich, auch die Hauptfernsehzeit bei mir. So, keine Ahnung. So, und ja, das Ding seht ihr ja die ganze Zeit hier schon. Ne? Das Kronen Classic Tablett. Voll geil. Denn Kronen schmeckt. Richtig. Ja, Kronen schmeckt noch immer. Aber ich werde jetzt wieder ein bisschen reduzieren halt. Und ich glaube, ich mache sogar jetzt im Juni eine Pause. Weil am 18. und 19. Juni ist ja die Los Amigos Con. Und wir sind da schon früh morgens. Und das Schöne ist, ich darf da abends halt auf der Aftershow-Party auflegen. Ich nehme einen Plattenspieler mit. Zwei Kisten mit 80er-Jahre-Mucke. Ne, schön Filmmusik und so Popzeug und sowas. Alles, weil das, wir sind ja alle schon im gesetzteren Alter. Und da passt natürlich 80s-Musik super. Auf aktuelles Zeug habe ich eh keinen Bock. Kannst du eh nie hören, die Scheiße im Radio und so. Und da freue ich mich schon voll drauf und werde dann mich auch zurückhalten, alkoholfreies mitnehmen und dann abends beim Auflegen, da würde ich dann anfangen erst zu trinken, sag ich mal. Ja, oder eins mittags mal bei einer Pommes Currywurst oder so, ne. Wir gucken mal, wie es wird halt und so. Ihr werdet wieder einen super Bericht beim Minister dann sehen, ne. Und ja, ich werde halt auch auf der Tour sein und dementsprechend da auch was zeigen. Aber hier, das Kronding, ich habe noch ein anderes Kronentablett aus Plastik. Da weiß ich gar nicht mehr, wo ich das habe. Muss ich auch mal in den Katakomben wieder suchen. Aber Kron Classic ist super. Gibt es ja leider auch schon seit Urzeiten nicht mehr. Wäre mal schön, wenn Kron das wieder raushauen würde. Da hätte ich ja auch schwer Bock drauf. Und ja, Kron schmeckt, sag ich mal. Ne? Ich hatte auch mal damals noch so eine schöne Kette mit einem Kron Classic Emblem drauf. Was früher so an der Zapfsäule, an der Zapftheke da, ne? An der Biertheke hing. Habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist auch irgendwie verschwunden. Schade. Ich habe das seinerzeit auch immer gerne auf Gems getragen. Andere haben halt ihre Königsketten, ihre Hip-Hop-Ketten. Nee, ich hatte halt so eine Kronenkette mit Emblem. Fand ich total geil. Vielleicht finde ich ja sowas mal auf dem Trödel wieder. Das wäre schon geil, ey. Ja, schade. Nostalgie, Nostalgie. Was ich gar nicht so kannte. Also ich kannte das schon. Aus Werbung oder was weiß ich, ne? Hier, Pop-Up Pirate. Der absolute Familienspaß. Ja, richtig geil. Ne, hier, wähle dein Säbel aus und stecke sie in die Fassöffnung. Ja, ja, und dann springt der halt raus. Ne? Total geil. Auch der Mechanismus der Piraten, der den Piraten rausspringen lässt, das ändert sich halt immer. Das ist auch schon mal super. Ich habe da mit dem Minister auch schon mal gezockt. Komm, ich zeige euch das mal eben. Weil ein kleines Highlight für mich selber habe ich da noch. Aber ich finde es geil, ne? Ein Fass voller Rum. Das ist schon cool. Bockt sich. Ja gut, das hier kannst du auch noch so einen Stand runter machen. Geil wäre auch, wenn sich das natürlich drehen würde und da muss man immer so reinstecken. Aber ich habe es mit dem Minister, glaube ich, wir haben es, glaube ich, so gespielt. Das soll mal geil, das hier wieder zu zentrieren, dass das relativ mittig ist. Ich hole mal ein, zwei Säbel raus. Ach, hier waren auch noch schöne andere Sachen drin, das ist auch geil. Probier jetzt nur dreimal, ne? Das war schon mal gut. Oh, ich könnte Glück haben. Komm, wo ist hier? Ich sehe nichts. Achtung.
Ich erschrecke mich auch jedes Mal, weil sie mit Gänsehaut. Scheiße. Ey, das ist aber auch ein super Suppelspiel, finde ich. Wir müssen mal gucken, weil wir haben ja auch Besuch gehabt auf der Kronenvatertagstour. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob die auch alle da waren, die Personen, aber ich glaube, das schleppe ich dann mal noch rüber mit zum Minister und das wird dann noch gezockt. So, was auch fast gezockt worden ist von mir, aber das tut mir sehr leid, weil... Warte, ich pack das erstmal hier alles wieder weg, ne? Weil das war hier in der Kiste noch mit drin. Hier, was sind das? So kleine Pipsi-Bücher hier. Urlaubspost für Oma. Also, wer sowas sammelt oder Interesse daran hat, dann sagt mir Bescheid, weil... ich kann da jetzt nicht wirklich was mit anfangen. Dann haben wir noch Bodo der Naschbär, der fliegende Taler. Also okay, aber vielleicht packe ich das einfach mal zur Seite. Irgendwann kann man es bestimmt gebrauchen. Ne? Und hier noch Prinzessin Zimtstern auf dem Eis. Und das ist auf jeden Fall ein Pixi-Buch, weil da steht Pixi-Bücher, Carlsen Verlag. Das kleine Ding hier. Bei den anderen beiden. Ne, hier ist einmal Dino-Bücher, Koppenrad und das ist ein Poppy-Buch. Super. Ja, die lagen da noch mit drin, das tut mir leid. Wie gesagt, ich habe da ja gar nicht reingeguckt, ob das komplett ist oder so. Ich habe die Dame nur gefragt, was soll das kosten, so im Vorbeigehen. Und sie so, ja, 3 Euro. Ich so, safe. Nimm ihn mit für die Piratenbraut bei mir im Haus, ne? Aber das ist jetzt trotzdem meins, aber sie kann da gerne oft mitspielen. So, und jetzt kommen wir zum absoluten, für mich wieder Highlight, zum Spielen. Nichts Großes, einfach nur ein Bogenpapier. Das habe ich ihn durcheinander gemacht. Der war gerade so schön geknickt, wie er sich gehört. So. So ist das nämlich, ne? Hier, Legoland. Ein Lego-Prospekt. Der ist einfach nur geil. Ja, ich zeige euch, was ist denn jetzt hier los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so. Das ist aber auch eine... Hä? Alter, gleich mache ich es kaputt, oder was? Warum hängt das denn jetzt hier feste? Wieso klebt das denn jetzt hier zusammen, Alter? Ich habe das doch mit dem Minister normal geguckt. Hier ist irgendein Wassertropfen draufgekommen. Jetzt hängt das hier feste. Ich werde wahnsinnig. Das kann doch nicht sein. Ey, ich habe da 3 Euro für bezahlt. Also das ist... Das klebt jetzt hier echt zusammen. Ich werde bekloppt. Alter, das ist aber gar nicht cool. Was ist denn hier passiert? Ja, super. Weißt du? Ja, das ist doch scheiße, Alter, ey. Guck mal hier. Wieso hat hier jemand... Warum ist das hier nass geworden und zugeklebt? Ja, hier sind 2 Tropfen rangekommen. Ich weiß nicht, wer damit gespielt hat. Ja, toll. Aber wir überfliegen das mal eben. Ja, hier, das Cover sieht man ja schon. Ne? Schön Legoland, Stadt und hier Weltraum. Das ist natürlich, als Kind habe ich das voll gefeiert. Komm, wir überfliegen das mal hier so. Das ist einfach schön. Wenn ich diese kleinen Dinger sehe, selbst von den Stadtsachen hier, hatte ich auch so einiges. Den Postwagen, erinnere ich mich dran, hier so einen simplen Trecker. Ja, hier diese Bagger und hier ein Kipper. Die Poststation und ich dachte ja, ich hätte von Weltraum schon alles gehabt. Aber ich glaube hier stadtmäßig auch hier jedes zweite Ding oder so am Start gehabt. Heftig. Hey, die schönen Schilder, da habe ich irgendwo noch welche von rumfliegen halt. Hier so ein paar Personen mit einem Bäcker bei halt und so, ne, Bäumchen. Hier die Tankstelle. Und ich meine eins von den, die Tankstelle hatte ich auf jeden Fall. Und ich glaube dieses Sommerhaus hier oder so, oder das. Polizeistation und Feuerwehr, die hatte ich glaube ich nie, weiß ich nicht. Ja, hier sieht man natürlich schön, immer diese ganzen Straßen, da konnte ich ja eine riesige Lego-Stadt machen, aber das hatte ich natürlich lieber von Lego Weltraum. Was ich total geil finde, das habe ich auch gehabt, diese große Prospekte, diese DIN A4 Prospekte von Lego. Heutzutage sind die ja vierkig, gab es damals auch, aber es gab zwischendurch immer so große hier. Ey, wenn ich das mal um Trödel finden würde, das ist auch richtig, richtig klasse. Wenn das mal noch um Trödel sieht, bringt mir das ruhig mit. Also, ich bezahle da auch gerne für. Ja, hier dieses Bild erinnere ich mich auch noch, ja, an eine Stadt halt und so weiter, ne? Da ist sie. Die erste Lego Ritterburg, die 375. Herrlich. Ja, die hatte ich auch. Dann die größere noch, ne? Und dann wurden die ja hinterher grau-schwarz halt so. Ich glaube, eins von diesen Bötchen hatte ich auch noch. Das ist geil. Aber ich finde das ja immer toll, wenn man sowas einfach mal wieder sieht halt, ne? So, und jetzt kommen wir hier zum Highlight. Ich zeige euch erstmal das Hauptbild. Ne? Lego Weltraum.
Ey, was, wie geil, was hat man sich daraus, er kriegt ja Sterne-Sachen gebaut später und so, ne? Erst die grau-blauen Sachen noch, dann die weiß-blauen Sachen kamen ja dann ein bisschen später, da sind die ganzen Platten halt. Super. Ja, dass ich das alles nicht mehr hab, ne? Das ja, ist sehr, sehr schade halt so. Also das ganze Angebot hier komplett am Start gehabt. Das ist ja schon die nächste Generation, ne? Wie gesagt, die ersten waren ja die grau-blauen halt. Und dann ging es auf einmal los mit weiß halt so. Ja, diese Station hier, das Fahrzeug auch super mit den Achsen, ne, die hier beweglich waren halt, die über jedes Gelände drüber kamen, halt abschießbare Rakete. Du hast halt immer so geile Features gehabt, das Ding konntest du hier hinten rausnehmen halt, ne, diese Messstation, was auch immer das war. Ich glaube, hier war auch hinten noch was drin halt im Dingens. Das ist auch geil, hier mit so einem Schlittendings konntest du da drauf fahren. Das abschießbar, das war für mich sozusagen der Lego Snowspeeder halt immer zu seiner Zeit. Mit der Station da drin halt, ne? Die ganzen bedruckten Teile auch halt. Ne? Die ganzen Computerpanels und so, super geil. Das war auch geil, da konntest du genau die Station rausmachen. Super schön. Ja, ist jetzt schon wieder ein Review, nur von dem Prospekt halt. Ne? Aber wie gesagt, ich finde sowas mal toll. Das hier, Saurier-Styles halt, irgendwie mit den Greifarmen, das konnte sich drehen halt. Hier, dieser Gleiter kommt hinten rein. Dann hier hast du diese Mini-Rigs, diese kleinen Fahrzeuge halt. Auch immer am Start gehabt, also das ist klasse. Ja, hier, das ist sozusagen noch ein Oldschool halt, ne. Das ist halt noch in Grau-Blau. Und dann, wie gesagt, wurde es dann später halt zu den Weiß-Blauen halt. Und dann kam, glaube ich, ganz, ganz später Weltraum, wurde das noch Schwarz-Gelb oder so, ich weiß nicht mehr. Hier, so eine Packung Mannequins, so Astronauten wäre auch noch schön. Ja, aber das ist ein tolles, ne, hier, die Lego-Gesamtbroschüre gibt es kostenlos in jedem Spielzeuggeschäft. Ja, guck mal hier, Lego Duplo 83. Das ist das. Deswegen möchte ich wissen, ich erinnere mich an diese Hefte noch, aber ich glaube, das war so ein Heft, da waren Bauideen drin. Da waren, glaube ich, verschiedene hier so Artikel angepriesen, Modelle. Und dann ja, waren so Bauanleitungen da drin, dass du was ganz anderes aus den Steinen bauen konntest. Ich meine, sowas war das. Oder überhaupt so ein Buch oder so. Ich meine, das wäre so ein Bauanleitungsbuch gewesen. Ich guck mal, ob man das irgendwo findet. Ne? So, und jetzt geht's hier weiter. Ja, richtig, richtig geil. Also auf sowas. Ne, ich hätte mir gerne ja doch diese ganzen ja, Beschreibungen, die er da hatte. Halt. Da hatte er einen Karton voll, habt ihr im Video gesehen. Hätte ich mir gerne auch noch gegönnt halt so, aber... Da war ich dann doch wieder zu geizig zu, obwohl die Preise echt okay sind, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, was da so eine Originalbeschreibung gehandelt wird, aber es waren ja alles 1970er, 80er halt, ne? Jetzt geht das wieder los, jetzt kriege ich das... Ach, guck mal, ich habe es wieder perfekt zusammengekriegt. Super geil. Ja, das war meine Trödelbeute vom 18. Mai, ne? 2022. Na gut, jetzt nicht das, was man eigentlich erwartet, dass der DSD, ne, hier nur Krieg der Sterne-Püppchen hatten wir ja aber doch auch schon mal, ne, vor geraumer Zeit. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mal nichts kriegt halt, ne. Gut, so eine Packung Würstchen da, leckere Salamis, wäre natürlich wieder schön gewesen. Aber ich denke, die kriegen wir demnächst auch wieder und der Sommer fängt ja jetzt erst an. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal ins Ausland, also sprich aus Dortmund raus auf dem Trödel. Wer weiß, wer weiß. Und ja, viel Spaß beim Suchen, beim Sammeln, beim Jagen. Beim Leben, beim DSD hier gucken, vielen Dank dafür, dass ihr immer schön hier zuguckt, ne? Und auch die Stammzuschauer fleißig kommentieren, obwohl zwischendurch jetzt sind auch mal, kommen neue dazu halt, die früher noch nicht kommentiert haben, super. Dann guckt ihr euch mal die alten Videos von mir noch an, mal gucken, was ihr da noch zu sagen könnt. Das ist halt, wie gesagt, hier wird Spielzeug ausgepackt, Püppchen ausgepackt, hier gibt es auch... Ja, mal so eine kleine Bier-Eskalation oder so, ne? Aber ab und zu auch Kunst, ne? Messen und so weiter. Hier kriegst du fast alles. Das ist wie so eine Wundertüte früher für eine Mark oder was die gekostet haben. Wohl, da war auch viel Scheiß bei. Kann ja auch sein. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis die Tage, ne? Reingehauen und Feierabend gesagt. Ah, ich hab noch was vergessen. Jetzt werde ich mich reinbeamen nochmal. Jetzt ging auch direkt das Telefon beim Reinbeamen. Irgendeiner, ja, aber war nur eine SMS. Ja, ich habe ja noch was vergessen, wo ich bei den Comics war, ne? Ich war schon wieder so in Lava-Flash. Ihr kennt das, das hört nie auf. Hier, das große Goofy-Album habe ich mir auch noch geholt. Ich habe ja letztens schon Frankenstein, ne, davon gefunden. Was für ein Zufall. Das war, genau, das war ja im Little Nemo in Bochum. Ja, und das war jetzt ganz normal bei so einem Verkäufer, bei so einem Privatverkäufer auf dem Trödel hier in Wambel.
Was hat das gekostet? 2 Euro. Voll okay. Und ja, geil. Als Kind habe ich die nicht gehabt. Jetzt habe ich schon wieder das nächste. Also manchmal ist es echt wie verhext, ne? Da kommen die, wenn ich jetzt so das Johannes Gutenberg demnächst irgendwo finde, das habe ich nämlich damals immer irgendwo bei einem Bekannten oder Kumpel wohl durchgeblättert. Ja, spitze. Und Captain Future Hefte möchte ich demnächst mal gerne finden. In groß oder klein, egal. So, in diesem Sinne, jetzt bin ich aber raus, ne? So, Peace and Justice.